2020 ist Gott sei Dank vorbei. Eigentlich wollte ich euch den Brotverdiener oder Silence vorstellen. Aber müssen wir uns gleich am Anfang des neuen Jahres mit so harter Materie befassen? Wie wäre es denn stattdessen mit etwas Lustigem? Leichte Kost, um nochmal Energie zu tanken. Nein, nicht so etwas. Och nö, das haben wir doch schon 1000 Mal gesehen. Es muss doch noch etwas anderes geben. Etwas Fantasievolles. Ich glaube, ich habe da genau das Richtige für uns. For you, Gießebier! Ihr könnt mich am Arsch lecken. Bevor wir loslegen, muss ich euch erstmal ein bisschen den Kontext erklären. In den späten 70er Jahren erschienen 2 neue Comic-Magazine für Erwachsene, A Suivre und Metalliolon. A Suivre wollte aus den Comics anspruchsvolle Literatur machen und bot dem Leser neue Genres und Inhalte. Metalliolon dagegen setzte ganz auf die entfesselte Fantasie des Künstlers. Es gibt keine Regeln, lautete ihre einzige Regel. Dieses Konzept war so erfolgreich, dass man sich dafür entschied, einige Geschichten aus Metalliolon zu verfilmen. Das Ergebnis ist ein herrlicher kleiner Kultfilm, den wir uns jetzt zusammen angucken. Ah ja, ihr seht schon. YouTube hat andere Richtlinien als Metalliolon. Na, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich muss hier mal etwas ganz Wichtiges klarstellen. Heavy Metal zeigt zwar viel nackte Haut, ist aber kein Porno. Und mein Video dient auch nicht als Wix-Vorlage. Stattdessen kommentiere ich einen Film, der künstlerischen Freiheit ein Denkmal gesetzt hat. Was dabei rausgekommen ist, muss nicht jedem gefallen, aber genau darum geht es ja hier. Freiheit bedeutet, denk was du willst und sag was du willst und du musst auch nicht mit allem einverstanden sein. Das heißt, egal ob euch die erotischen Inhalte gefallen oder nicht, 1975 waren sie Teil einer Revolution, die die 9. Kunst emanzipieren wollte. Dabei spielte es keine Rolle, wie tiefgründig die Nacktszenen waren. Sie leisteten ihren Beitrag zu einer künstlerischen Befreiung, die die Erschließung neuer Inhalte und innovativer Erzählformen erst möglich machte. Sexualität ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens und man sollte darüber reden dürfen, egal in welcher Form. So sehe ich das jedenfalls. YouTube möchte das ähnlich sehen, verbietet aber gleichzeitig gewisse Ausdrucksformen. Okay, machen wir es so. Es ist nicht meine Online-Plattform, also sind es nicht meine Regeln, also zensiere ich alle Bilder, die nicht jugendfrei sind. Allerdings werde ich mir hier von keinem den Mund verbieten lassen. Wie, ihr meint, das klingt nach einem Widerspruch? Na, ihr werdet schon sehen. Vielleicht habt ihr ja danach Lust, euch den Film in seiner vollen, unzensierten Länge anzuschauen. Aber wo findet man nur so einen wilden, unangepassten Streifen? Oh, ey! Also... Heavy Metal vereint mehrere Kurzgeschichten unter einer Rahmenhandlung. Diese Rahmenhandlung erzählt von einem Mädchen, dessen Vater eine geheimnisvolle grüne Kugel mitbringt. Was ist das? Versuche nicht zu entkommen. Ich bin das absolut Böse. Meine Macht wird zum Schrecken aller Zeiten. Aller Galaxien, aller Dimensionen. In der ersten Story begegnen wir dem Taxifahrer Henry Kenyon. Er lebt in New York der Zukunft, wo die Kugel, genannt Loch Nahr, bei Ausgrabungen gefunden wurde. Die Kugel ist wertvoll, weshalb die Tochter des Archäologen von Gangstern verfolgt wird. Normalerweise lasse ich mich in nichts verwickeln, aber irgendwie, die Kleine hat es mir angetan. Der Loch Nahr! Die wollten ihn haben, aber mein Vater hat ihnen nichts gesagt. Henry fährt sofort zur Polizei. Doch die Frau wird ohnmächtig. Ach, scheiße. Bevor Sie hier anfangen zu sülzen, Sportsfreund, ohne Vorkasse läuft ja nichts. Für eine komplette Ermittlung $1000 pro Tag und weitere 1000, falls wir den Täter kriegen, klar? Ja. Ach, Kopf hoch, Henry. Ich bin mir sicher, dass du für deine Hilfsbereitschaft eine kleine Anerkennung bekommst. Naja, eigentlich sind es 2 Anerkennungen. Schließlich sind die Bösen bereit für einen Tauschhandel. Mit dem Geld wollen Henry und die Frau auf und davon. Doch das Mädel hat andere Pläne. Ich behalte das ganze Geld.
fahr rechts ran. Bist du sicher, Baby, dass du das willst? Todsicher. Hübsch, aber dumm. Als nächstes schikaniert der Loch nach einen jungen Typen namens Dan. Die Kugel beamt ihn auf einen fremden Planeten. Dort angekommen, findet sich Dan in einem neuen, wohldefinierten Körper wieder. Es dauert nicht lange, bis unser Held die erste großbusige Schönheit trifft, die er dann auch sofort flachlegt. Kurz darauf lernt er die ehrwürdige Hohepriesterin kennen. Komm mit. Oh Gott, doch nicht schon wieder, es ist immer dasselbe. Wow, 18 Jahre nichts und jetzt zweimal an einem Tag. Was für ein Ort. Dan könnte es sogar ein drittes Mal haben, wenn er nicht ständig den Lok nachfinden und seine Freundin retten müsste. Dan, mit dem Lok nah könnten wir auf die Erde zurückkehren. Mir gefällt es hier besser. Jo, das glaube ich dir. Episode 3 erzählt von Captain Stern, dem schlechtesten Weltraum-Captain aller Zeiten. Lincoln Stern, Sie stehen hier unter der Anklage des 12-fachen vorsätzlichen Mordes, des 14-fachen bewaffneten Raubes von Staatseigentum, der 22-fachen Piraterie im oberen Weltraum und so weiter und so fort. Captain Stern ist leider längst nicht so bekloppt wie der gute Dan, aber trotzdem ganz witzig. Sterns Anwalt macht sich Sorgen. Dabei hat unser Held einen Plan. Ich habe ihm 35.000 Zulex versprochen, wenn er zu meinen Gunsten aussagt. Der Loch Nah verwandelt den Zeugen jedoch in ein Monster, das Amok läuft. Die Story ist ganz nett, aber auch ohne echte Highlights. Jetzt befinden wir uns an Bord eines B-17-Bombers. Die böse Kugel verwandelt fast alle in Zombies. Der Pilot kämpft um sein Leben. Das ist die erste und einzige Geschichte, die ganz ohne Erotik und Humor auskommt. Nein. Aber ich muss sagen, dass die Animation gut gemacht und die Episode insgesamt schön gruselig ist. Die nächste Geschichte ist wieder von der total verrückten Sorte. Hier sorgt der Loch Nah für Chaos im Pentagon, was irgendwie dazu führt, dass die Sekretärin von Aliens entführt wird. Hören Sie, ich fordere Sie auf, mich auf der Stelle in mein Büro zurückzubringen. Dazu ist es zu spät. Das Raumschiff ist von molekularer Instabilität umgeben. Sie können nicht weg. Instabilitätszone, Sie sitzen hier fest. Aber ich muss zum Abendessen bei meinen Eltern sein und ich habe am Mittwoch einen Termin bei meinem Gynäkologen. Den übernehme ich. Ah. Oh. Das war ja wirklich einmalig. So etwas habe ich ja noch nie erlebt. Das glaube ich. Ich bin nämlich auf sexuelle Hochleistung programmiert worden. Ha, ich wette, der schafft das sogar viermal am Tag. Du, sag mal, haben wir noch etwas von diesem plutonischen Fitmacher? Ja, aber nur noch eine Packung. Oh, ist ja riesig. Zum Glück müssen wir diesen beiden nicht beim Bumsen zugucken. Schneeräumen! Ja, genau. Oh, ja, 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 ja. Ah, das ist genau die Art von Film, die man ab und zu mal reinziehen muss. Kommen wir zur letzten Geschichte. Der Loch Nah landet in einem Vulkan und verwandelt ein paar Nomaden in blutrünstige Barbaren. Während die Kerle eine Stadt verwüsten, rufen die Ältesten nach Tarna. Tarna ist die Wächterin und stammt von einem alten Kriegergeschlecht. Leider kommt ihre Hilfe zu spät und so beschließt sie sich an den Schurken zu rächen. Nach einigen Abenteuern bezwingt sie den Chef der Barbaren. Schwer verwundet zieht sie in ihren letzten Kampf. Diese Episode ist anders. Das heißt, wie die bisherigen Episoden will Tarna einfach nur Spaß machen, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Bei den vorherigen Geschichten ging es vor allem darum, die Sau rauszulassen, während wir hier ein spannendes Abenteuer zum Mitfiebern erleben. Ein spannendes Abenteuer mit einer faszinierenden Heldin. Auf den ersten Blick wirkt Tarna wie eine weitere Sexbombe. Ein Terminator mit viel Silikon. Aber es dauert nicht lange und wir entdecken ihre sensible Seite. Sie ist zwar eine Kriegerin durch und durch, aber das sinnlose Abschlachten von Unschuldigen lässt sie nicht kalt. Später wird sie von den Barbaren ausgezogen und gefoltert. Im Gegensatz zu anderen Fantasy-Helden steckt sie diese Misshandlung nicht so ohne weiteres weg. Es ist schon krass, wie sehr sich Tarnas Abenteuer etwa von Dans Eskapaden unterscheidet. Dan ist ein Superheld. Er kämpft und vögelt, ohne jemals schlapp zu machen, während Tarna an ihre Grenzen gerät. Bei Dan kann man sich kaputt lachen, bei Tarna hingegen mitfühlen.
Es tut uns weh zu sehen, wenn es ihr schlecht geht. Umgekehrt freuen wir uns, wenn sie ihren Schindern zeigt, wer hier der Boss ist. Am Ende ihrer Geschichte opfert sich Tana und zerstört den Lok nach, was dazu führt, dass das ganze Universum vom Bösen befreit wird. Schließlich findet das Mädchen aus der Rahmenhandlung Tarnas Vogel. Und der Geist Tarnas geht durch das Universum auf eine neue Verteidigerin über. Wie bitte? Und die Macht des Bösen ist für diese Generation gebannt. Ich weiß nicht so richtig, was ich von der Schlussszene halten soll. Hat der Film etwa doch einen tieferen Sinn? Schauen wir uns doch mal die gelöschten Szenen auf der DVD an. Ursprünglich sollte das Mädchen nicht vom Loknar bedroht werden, sondern vor einem magischen Karussell stehen. Die einzelnen Fahrzeuge sollten die verschiedenen Episoden darstellen. Es gab eine Biene für Dan, ein Flugzeug für DB-17 etc. Mit Hilfe des Karussells konnte das Mädchen in die Welten von Heavy Metal eintauchen. Am Ende sollte es dann auf Tanas Reiter davonfliegen und zur neuen Tana werden. Erinnert ihr euch noch daran, wie ihr als Kinder aufs Karussell gegangen seid? Wenn ihr im Flugzeug saßt, dann fühlte es sich so an, als könntet ihr wirklich fliegen. So stark war damals unsere Fantasie. Als Erwachsene verloren wir dann diese Gabe. Denn zu oft zeigte uns das Leben, wie gnadenlos die Realität sein kann. Dabei ist Fantasie enorm wichtig, denn sie befähigt uns, neue Lösungen zu finden. Und genau da kommt das Trash-Kino ins Spiel. Das Blockbuster-Kino ist mittlerweile so angepasst und standardisiert, dass es einfach nur noch langweilt. I'll be back. Erwachsene brauchen schon sehr harte Stimulationen, um den Kopf nochmal frei zu bekommen. Filme wie der Toxic Avenger oder Heavy Metal sind so herrlich ungezügelt, dass wir nicht anders können als zu lachen. Und je fantasievoller sie sind, desto mehr inspirieren diese Werke unsere eigene Fantasie und damit auch unsere Kreativität. Wir kommen auf neue Ideen und fangen wieder an zu träumen. Von lustigen Exzessen, von sexuellen Abenteuern bis hin zum Triumph über das Böse. Und wer kreativ ist und noch träumen kann, der steckt nie lange in der Sackgasse. Jo, das jedenfalls ist die Schlussfolgerung, die ich aus diesem Film ziehe. Was denkt ihr darüber? Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns bald wieder.